Hi, jetzt wieder ein Kochvideo von mir. Und zwar gibt es heute Gulasch ungarischer Art, also mit Tomatensauce. Und ja, jetzt braucht man dafür ein bisschen mehr Zeit, weil das ja ein bisschen kochen muss und so weiter. Also ein bisschen was einplanen an Zeit. Aber ansonsten geht es relativ einfach und am besten zeige ich euch mal, was man dafür braucht. Ja, Hauptzutat ist natürlich das Gulasch. Ich habe gemischtes genommen. Dann brauchen wir eine Paprika, eine Zwiebel, eine Dose stückige Tomaten. Ich habe noch ein bisschen passierte und ein bisschen Tomatenmark. Und Gewürze, natürlich Gemüsebrühe. Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Paprikapulver. Dazu kann man natürlich Kartoffeln oder na, Reis, weiß ich nicht, eher Kartoffeln noch essen. Aber ich mache heute einfach Spirelli-Nudeln dazu. Du mit haben. So, als allererstes werde ich jetzt nämlich mal das Fleisch noch ein bisschen kleiner schneiden. Ich mag das nicht, wenn das so diese riesen Stücken sind, also so halbieren nochmal, denke ich. Weil, wenn man sich das mal so anguckt, so ein Riesenstück Fleisch, das möchte ja keiner im Mund haben, ne? Also schneide ich das immer nochmal durch. Oh, das Messer ist aber schlecht. Ich gucke mal nach einem neuen Messer. Messer Nummer 2. Mal sehen, ob das besser ist. Oh, deutlich. Deutlich besser. Geschafft. Jetzt werde ich mal die Paprika klein machen. So. So. Die muss diesmal auch nicht so klein geschnitten werden, weil die ja doch ziemlich doll verkocht, so oder so. Da hat man wenigstens ein paar Stücke. Sonst schneide ich das Gemüse ja lieber ein bisschen kleiner. Den Topf hier mit ein bisschen Öl auf dem Herd schon mal gestellt. Und da brate ich jetzt scharf das Fleisch an. Sobald das Fleisch ein bisschen Farbe bekommen hat, kommen die Zwiebeln hinzu. Und ich tue auch die Paprika rein. Dann lasse ich das jetzt noch mal ein paar Minuten anschwitzen zusammen. Anschließend kommen die Pizzatomaten rein. Eine halbe Packung passierte Tomaten noch mit drauf. Und die Brühe. So, wenn wir soweit sind mit dem Gulasch, stellen wir ein bisschen runter, weil das jetzt ungefähr, ja, wenn man Zeit hat, eine Stunde, am besten eine Stunde köcheln soll. Und ansonsten, also mindestens eine Dreiviertelstunde sollte es schon kochen, damit das Fleisch auch zart wird. Und dann stelle ich das auf kleine Flamme, damit es nicht überkocht. So, jetzt würzen wir aber nochmal, bevor ich es alleine lasse. Oh! Vorsicht. Ja, ich habe jetzt hier schwarzen Pfeffer. Davon gebe ich ein bisschen was rein. Oh, nicht zu viel. Und dann den Cayennepfeffer, das gibt dem Ganzen so ein bisschen Schärfe. Aber ich finde das immer ganz lecker.
Ja, und Paprika. Ich habe jetzt hier rosenscharf. Man kann aber auch edelsüß nehmen, dann ist das Ganze nicht so scharf. Davon gebe ich auch was rein. Und wenn man einen Deckel hat, dann Deckel drauf und ja, so 50 bis 60 Minuten köcheln lassen auf kleiner Stufe. Zwischendrin kann man ja dann seine Beilagen schon mal kochen, aber ich mache das dann irgendwann zwischendrin und koche mir die Nudeln. Und sonst werden die ja schon verkocht oder kalt. Jetzt habe ich das hier schön kochen lassen und zum Schluss, ist ja ein bisschen flüssig, sollte man das noch abbinden. Also am besten man nimmt dunklen Soßenbinder, ungefähr einen Esslöffel. Ich habe jetzt aber keinen. Hier also nehme ich ein bisschen Tomatenmark und Mehl. Also ich nehme jetzt nur so einen halben Teelöffel Mehl und rühre das dann unter. Ja, jetzt würze ich das gleich nochmal alles, damit man auch schönen Geschmack hat. Tue noch ein bisschen Paprikapulver rein, das war noch nicht genug. Und ein bisschen Salz. Und dann ist das Essen auch schon fertig.